Hallo zusammen, Maya 3007 hier. Ja, ich habe ja in der Lesenacht bereits angekündigt, dass ich wieder ein Unpacking-Video mache, weil ich beim Medimops bestellt habe. Ja, jetzt ist es soweit. Da ist das Ding, um mit Oliver Kahn zu sprechen. Müssen 5 Bücher sein, wenn alles gekommen ist. Ich würde sagen, ich schau mal rein. Schauen wir uns mal. Ja, haben wir hier gleich. Letzter Tanz am Tiber. Leda Cialos, dritter Fall. Aus dieser Reihe habe ich ja bereits eine Arie für die Diva gelesen, was mir sehr gut gefallen hat. Darum habe ich mir gedacht, hole ich mir noch ein Buch von der Reihe. Dann kommt nochmal Andrea Isari. Römische Rache. Wieder ein Fall für Leda Cialo. Dann kommt im Zuge meines Miss Murphy Marathons Maus im Aus, ein Fall für Miss Murphy. Ja. Da freue ich mich auch schon sehr darauf zu lesen. Es ist vom Zustand her ganz in Ordnung, wie ich finde. Noch sehr neu aus. Na, nee, später. Die beiden Krimis hier sehen soweit auch recht gut aus. Also bis jetzt bin ich durchaus zufrieden mit meiner Bestellung. Genau. Warum habe ich jetzt was gesagt? Warum habe ich gesagt, ich bin zufrieden? Jetzt kommt hier. Ausgerechnet das teuerste Buch hat mal wieder die stärksten Leserillen. Warum habe ich gesagt, ich bin zufrieden mit dieser Bestellung? Naja. Nestroy Jux, ein Wiener Kaffeehaus-Krimi. Damit habe ich jetzt die Chef-Ober-Leopold-Reihe soweit komplett. Und dann zu guter Letzt, last but not least, Andreas Föhr, Schwarze Piste. Da hab ich auch schon viel Gutes drüber gehört. Und bin auch schon sehr drauf gespannt, wenn ich es lese. Schauen wir mal, Lieferschein. Ja. Genau. Sind ja 5 Bücher, alles gekommen. Perfekt. Ja. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt wieder ordentlich Lesefutter für die nächste Zeit. Ja. Ich denke mal, zu den Andrea Isari Bänden werden auch Rezensionen kommen. Und irgendwann natürlich auch zu Maus im Aus. Und bei den anderen muss ich mal schauen. Ja. Apropos Rezensionen. Die Tage wird eine Rezension zu dem Buch Beichtgeheimnis kommen. Dann habe ich die Pfarrer Senner Reihe auch soweit komplett für euch durchrezensiert. Ja, das war's jetzt eigentlich auch schon wieder von mir für heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Maya 3007.